Die in Erlangen und Nürnberg beheimatete Friedrich-Alexander-Universität stellt das wissenschaftliche Zentrum eines bundesweit einzigartigen Verwertungsmodells für Altarzneimittel dar. Basierend auf einem Sammelsystem, an das neben der Stadt Erlangen auch die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Forchheim angeschlossen sind, werden die enthaltenen Wirkstoffe nicht nur zurückgewonnen, sie werden zusätzlich für die Forschung eingesetzt. Die Deponie Gosberg des Landkreises Forchheim ist ein wichtiger Projektpartner, da hier, wie auch am zugehörigen Schadstoffmobil, Altmedikamente abgegeben werden können. In Erlangen erfolgt die Sammlung der Altarzneimittel im Wesentlichen über die Apotheken im Stadtgebiet. Aktuell wird das Forschungsprojekt durch etwa 2/3 der Erlanger Apothekerinnen und Apotheker unterstützt. Die zentrale Einrichtung im Altarzneimittelforschungsprojekt ist das Chemikum der FAU Erlangen-Nürnberg. Hier können die beteiligten Apotheken und Kliniken ihre Altarzneimittel über einen Sammelcontainer abgeben. Die gesammelten Altarzneimittel werden zunächst in den Labors der FAU sortiert. Die sachgerechte Entsorgung nicht nutzbarer Altarzneimittel übernimmt der Zweckverband Abfallwirtschaft der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Für die Zurückgewinnung der Wirkstoffe müssen die Tabletten zunächst aus den Blistern herausgelöst werden. Ausgehend von den zu Pulver gemahlenen Tabletten werden die Hilfsstoffe abgetrennt und der Wirkstoff wird nach Entfernung des Lösemittels zurückgewonnen. Auf die Prüfung der Reinheit mittels analytischer Methoden folgt die Abfüllung der Wirkstoffe. Ein aktueller Anwendungsbereich der zurückgewonnenen Wirkstoffe ist die Entwicklung neuer Diagnostika für die Antibiotikaforschung. Dieses einzigartige Forschungsprojekt ist nur durch die Unterstützung vieler Projektpartner möglich, für die wir uns bedanken möchten. Neben der Etablierung eines neuen Konzepts der Kreislaufwirtschaft wollen wir auch dazu beitragen, das Bewusstsein für eine sachgemäße Entsorgung von Altarzneimitteln zu stärken.